Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir für euch 5 Fakten über C17 und C18. Dann fangen wir an mit dem ersten Fakt. Und zwar haben C17 und C18 natürlich auch echte Namen. Und diese wurden in einer Ausgabe des Dragon Ball Full Color Mangas enthüllt. In einem Q&A innerhalb eines dieser Mangas wurde nämlich enthüllt, dass C17s echter Name Lapis und C18s echter Name Lazuli ist. Und diese Namen leiten sich vom tiefblauen Schmuckstein Lapis Lazuli ab. Da sie diese Namen aber nicht benutzen und sich weiterhin C17 und C18 nennen, kann man spekulieren, dass sie diese Namen vielleicht vergessen haben oder auch vielleicht ihr komplettes Leben vergessen haben, das sie hatten, bevor sie in Cyborgs umgebaut wurden. Und dann kommen wir zum zweiten Fakt. Nämlich waren ursprünglich C19 und C20 als die Hauptfeinde der Cyborg-Saga gedacht. Aber da die Editor von Akira Toriyama diese Designs als hässlich bezeichneten, entschließt sich Toriyama halt neue Designs zu machen und hat dann C17 und C18 als die neuen Hauptfeinde dieser Saga eingeführt. Jedoch waren die Editor auch mit diesen Designs nicht zufrieden und deswegen entschloss sich Akira Toriyama am Ende, Cell zu erfinden. Und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, denn wären die Editor nicht gewesen, hätten wir niemals diesen unglaublich geilen Feind mit Cell bekommen. Kommen wir zum dritten Fakt. In mehreren Guidebooks und Interviews wurde nämlich enthüllt, dass obwohl C17 und C18 als Cyborgs betitelt werden, sie größtenteils auf einer bioorganischen Basis verändert wurden und lediglich einige Maschinenteile in sich tragen. Die einzigen maschinellen Teile in ihnen sind nämlich der Deaktivierungsmechanismus, die Bombe zur Selbstzerstörung und ein Reaktor, der ihnen halt die unendliche Energie und Ausdauer gibt. Das erklärt auch, warum die beiden trotzdem durch Training stärker werden können und erklärt auch, warum C18 halt eine Tochter gebären konnte. Dann kommen wir zum vierten Fakt. Denn C18 ist zwar die ältere von den beiden, aber C17 soll wohl laut einigen Statements der stärkere von beiden sein. Da hätten wir einmal das Statement aus dem Daisenshu 4, wo steht, dass C17 mehr Kraft besitzt als seine Schwester. Und auch in einem Statement von Akira Toriyama zur Universal Survival Saga hat er gesagt, dass C17 mehr Potenzial hat. Und das wird, finde ich, auch in der Universal Survival Saga eigentlich ziemlich klar gemacht, dass C17 der stärkere von beiden ist. Aber es ist interessant zu wissen, dass er auch in der Cyborg Saga der stärkere von beiden war. Dann kommen wir zum letzten Fakt. Obwohl C17 ja ein Cyborg ist, der designt wurde, um Son Goku zu töten, hat er ihn im originalen Dragon Ball Run nie getroffen. In der Cyborg Saga ist Son Goku die ganze Zeit im Koma, während die anderen mit C17 und C18 zu tun haben. Während der Cell-Spiele ist C17 immer noch ein Teil von Cell und danach, nachdem C17 wiederbelebt wurde, haben sie sich gar nicht gesehen. Und selbst in seiner Rückkehr in Dragon Ball GT hat Son Goku C17 nicht getroffen, sondern lediglich den Super C17, der ja die Fusion von C17 und Hellfighter 17 ist. Erst Jahre später in Dragon Ball Super haben die beiden sich dann das erste Mal getroffen. Das war's auch schon mit dem Video. Wir hoffen wie immer, dass es euch gefallen hat. Lasst uns ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und lasst uns wissen, was für Videos ihr noch sehen wollt. Und wie immer sehen wir uns im nächsten Dragon Ball Video.